So, ihr Knuffi-Wuffis von Fluffeland, da sind wir wieder. Final Fantasy 16, irgendwo tief unter der Erde beim Phönixtor angekommen. Aber Wunderbärchen. Wir spazieren ja einfach durch die Höhlen, werden von irgendwelchen Robotern angegriffen. Einer sieht aus wie General Grievous, sogar mit Laserschwert. Der Wahnsinn. Und wir hier halt eben einfach, wir gehen einfach durch und suchen den Typen in der braunen Kutte. Der Böse. Oder vielleicht nicht böse, keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber der muss hier irgendwo durchgewandert sein. Und die Frage ist natürlich, was hat er mit Ifrit auf sich? Und warum sieht er aus wie unser Bruder? Nur in 13 Jahre älter. Oder so. Etwas. Oh, sweet! Ich habe langsam genug. Endlich mal was Geiles. Guck mal, ein Eisengigant. Auch die Dinger gab es schon in früheren Final Fantasy Teilen. In your face. Richtig geil. Das hat jetzt aber richtig Wumms gemacht. So. Und komm mal runter hier, Kollege. Ah, ganz blöd, was ich hier gerade gemacht habe. Ich bin rangecharged, während er einen Angriff gemacht hat. Das sind Dinge, die sollte man so nicht tun. Knapp vorbei. Öpp. Zu langsam. Zu langsam, genau. Also langsam werden diese Sprüche langweilig. Das gefühlt immer wieder dieselben fünf sind. Whip. Gibt es in fast jedem Teil, wie Bomber, wie Yoshi. Genau, vor allem Yoshi. Yoshi gibt es nämlich auch in jedem Final Fantasy. Greif an! Moment. Er sammelt Energie. Boy, okay. Nice! Jetzt oder nie. Oh, das war mal eine. Das war mal was Neues, ne? Richtig cool. Knapp vorbei. Komm mal runter hier. Ohne Kuscheldrachen geht es ja auch nicht. Kuscheldrachen? Was für Kuscheldrachen? Whip! Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Achso, Yoshi. Yoshi ist doch kein Kuscheldrache. Whip! Shit. Yep.
Was ähnliches gab es auch im Crisis Core Remake. Möglich. Bing! Eisengiganten zerlegt in seine Bestandteile. Richtig effektiv, würde ich sagen. Endlich. Was sind diese Kreaturen? Und warum greifen sie uns an? Wahrscheinlich fragen sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen. Und sie beschützen ihr Heim. Jill, dort. Oh. Oh, wait. Ist das da etwa so eine Art Wandbild? Wir sollten es uns wohl genauer ansehen. Das sieht doch aus wie... Das sieht doch aus wie Gertrude da hinten. Also ich meine natürlich Garuda. Da sollten wir auf jeden Fall mal reinschneiden. Uff. Was ich mich auch ein bisschen frage, ist, kann ich das Inventar auch irgendwie vergrößern, dass ich irgendwann mal mehr Heiltränke und sowas tragen kann? Moment. Wo bin ich jetzt gekommen? Ah, okay. Da lang muss ich. Eine gute Nacht, Saki. Bis bald. Hoffentlich. Mal wieder. Vielleicht auch in länger. Und mit ganz viel Freude am Spiel. Auf geht's. Was ist das denn? Ein Lich ist das. Natürlich. Und wo kommen Lichs raus? Natürlich aus der Dunkelheit. Vermutlich aus der Fäule. Nein! Oh, fuck, ey. Jetzt aber! Ich dachte gerade eben, was geht denn hier bitte schon ab? Knapp vorbei. Whip. Oui. Alter.
Der haut hier aber auch die Schläge einen nach dem anderen rein. Gerade. Ich denke mir so, ich kann vielleicht mal ein Sekündchen Pause machen und ich sprinte auch in seinen Angriff immer wieder rein. Ne? Wohl mehr Geheimnisse bereit, als wir dachten. Oh, oh Werbär. Autschen. Tut doch weh. Gastige Hobbits haben diesen Witz gedreht. beim... Wenn er ein Licht der Schmerzen ist, ist er dann ein peinlich. Oh. Okay, das hat schon wieder Taki gekillt. Achso, da kann ich nicht lang. Ich komme von dort. Es hat so ein bisschen Vibes von... Wie heißt das? Von den Ruinen von auf jeden Fall Final Fantasy 14. Irgendwas mit Final Fantasy 14. Pass auf, noch mehr. Hui. Irgendwie war das schon ganz nett, aber irgendwie auch irgendwie sehr langweilig gerade dieser Kampf. Do something. Was geht denn jetzt hier? Was haben wir denn jetzt? Was ist denn das? Boah, sieht ja geil aus, oder? Noch ein Rätsel der Gefallenen. Ein... Boah, Werbär. Ein langweilig... Ha, das tut so weh. Aber, ja, man sieht, worauf es hinausläuft. War das ein herrlich und ein fraulich? Der natürliche Feind des Werbär. Der, ah ne, jetzt, ach verdammt. Der entbehrlich. Sehr schön. Damit habe ich zumindest den Humor getroffen, glaube ich. Ey, der läuft einfach an mir vorbei, ohne mal kurz an uns vorbeizugehen, ohne Hallo zu sagen. Er geht einfach nur vorbei. Ey, Stufe 21. Ist hier das, ich hoffe, das Maximum ist hier nicht 50. Warum ist ein Magnet männlich? Wenn er weiblich wäre, würde er nicht... Das hat irgendwas bewirkt. Hm. Ach so, oh nein, ach bitte, André, ouch. Komm mir jetzt nicht mit sowas, wir sind gerade bei Lichwitzen. Wir suchen schlechte Witze auf Lich. Ey, der Boden bebt hier voll. Danke, Silent. Das ist der vermutlich, Moment, irgendwo muss hier eine Tür offen sein. Ach, guck mal, da leuchtet es doch. Das ist der vermutlich
geistvollste Kommentar, der hier jetzt in den letzten 15 Minuten geliefert wurde. Der Skepti-Fuchs. Level 100 ist Max. Das freut mich. Das heißt, ich habe noch einiges vor mir. Also doch keine Sackgasse. Anscheinend nicht. Aber muss ich da lang? Ich meine jetzt so mal von zwischen uns beiden. Warum muss ich da lang? Ich sag dazu nur Katzenklo. Ja. Ja, wir müssen da lang, okay. Es führt kein Weg zurück. Alles scheint in diesen Raum zu führen. Apoditerium. Sinoclive, was soll ich denn sehen? Sprich zu mir, Weib! Ruinen von Amdapor, meinte ich. Ja, genau. Genau das meinte ich. Was denkst du, wie alt das ist? 1000 Jahre? Mehr? Ich weiß nicht. Bin ich Archäologe? Das habe ich noch nie gesehen. Wer ist wohl das in der Mitte? Eine Art Gott? Zweiter Dominus des Feuers! Wer bist du? Joshua hat auf mich gezählt. Er gab mir seinen Segen. Ich sollte über ihn wachen. Ihn an diesem Tag zu beschützen, war meine Pflicht. Clive! Joshua? Vergib mir. Ich flehe
dich an. Er ist tot. Ich nahm ihm das Leben. Und ich gab jemand anders die Schuld. Ich wollte es nicht sehen. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass ich mich komplett verlieren würde. Also lief ich davon, vor der Wahrheit. Und jetzt? Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja. Es wird nicht einfach werden, aber ich muss es tun. Damit Joshuas Seele ihren Frieden finden kann. Hier nochmal ganz kurz, ne? Einen Schritt zurück. So war das jetzt nicht gemeint. Ich dachte. Ja, komm, ich trete ihn ein bisschen auf die Hacken. Ist das okay? Ist das, geht das? Ja, im Grunde kämpfen wir gegen uns selbst jetzt, ne? Richtig mieses Ding. Aber warum sind meine Lebenspunkte jetzt gelb? Sind nicht normalerweise... Oh, hi, Ryu! Mal guter. Alles gut bei dir? Wir sind gerade hier dabei, gegen Ifrit zu kämpfen. Also bitte nicht wundern. Verbrannte Erde! Woo! Daneben! Daneben! Komm ein Stück näher. Zinnobersturm! Whee! Ich würde ganz gerne sagen daneben, aber dann bin ich einfach gut ausgeglichen. Mir geht's. Mir geht's auch gut. Ey! Wir haben ihn auch gleich im Schockstadium. Au. Wenn ich nicht gerade dabei bin. Ach komm hier. Piu, 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 piu. Der ist doch groß genug. Den kriegen wir doch. So, und jetzt runter mit dir. Ich hab Garuda nicht umsonst besiegt, mein Dickerchen hier. Ja, das ist sicherlich noch eine zweite Phase, oder? Das war doch wohl hier noch nicht alles. Den besiege ich ja fast mit einer Hand. Wassermarsch kommt der Werbe ja auch noch ums Eck hier. Ich finde schon cool gemacht hier alles.
auch dieser Kampf. Jetzt werden wir uns endlich Ifrit beweisen. Geiler Kampf. Piu-piu. Oh toll, voll daneben. Komm schon. Na also. Und Fuchtel. Geht doch. Na dann, Phase Nummer 2. Clive gegen Clive. Wer wird gewinnen? Also ich wette Clive. Let's go! Whip! Whoop. Okay, da waren schon einige Schlagnummern dabei. Bring natürlich auch rein. Weep. Geil. Also ich muss sagen, der Fight ist schon wieder so eine Nummer. Bockt einfach, ne? Vielleicht bringt Clive noch was bei. Ja, durchaus möglich, ne? Gebrochen, sagt er jetzt hier. Gib mir Feuer, sagt er. Feuer. Da-da-da. Cinematic. May the force be with you. Das wünsche ich dir auch. Junge. Ja, schon ein cooles Outfit, oder? Du willst es also nachstellen. Knapp vorbei. So langsam. Ey. Komm mal hier ran. Ich bleib hier stehen, pass auf. Ich bleib hier stehen und warte einfach, bis du auf mich zukommst. Was hältst du denn davon? Freundchen. So langsam. Knapp vorbei. Geht doch. Schon mal Garuda vorbereiten.
Und auf die Knie mit dir. Zu langsam. Knapp vorbei. Ah, fuck, das war zu spät. Fuck! Und mal eben schnell einen Supertrank zünden. Boah, ey. Nochmal einen Supertrank. What? What? Verstehe. Du willst es also nachstellen. Er war ja gerade mit weniger Lebenspunkten angefangen. Verdammt. Ach, scheiße. Das habe ich gerade eben voll nicht aufgepasst hier. Jetzt aber ein bisschen Konzentration, weniger auf den Chat gucken, dann geht das hier eigentlich auch. Na guck mal, der macht doch gar nichts hier, der Kollege. Lass ihn nicht ablenken. Naja, ich schieße schon wieder rüber. Okay, das haben wir jetzt gelernt. Ey, der zieht mich ran, die olle Sau. So. Voll reingesprungen. Und auf die Knie mit dir, mein Freund, hier. Und bam, kriegst du noch einen Phönix-Schwing ins Gesicht. Ach so, macht er das jetzt hier. Ja, einfach auf dem Boden diese ollen Ifrit-Mechaniken reinsetzen. Alter Junge, damit kamst du bei Final Fantasy 14 schon nicht. Fuck! Durch! Oh, schlag mir ins Gesicht, Kollege. Knapp vorbei. Zu langsam. Whoop. Alter. Kollege. Upp. Fuck, schwer denn hier. Jetzt aber. So, ich feuer mir nochmal einen Heiltrank rein. Jetzt nicht aufgeben hier, Junge.
Sorge. Ich lauf nicht mehr vor dir weg. Zusammen. Ja. Stellen wir uns der Vergangenheit. Ein für alle Mal. Was geht denn jetzt ab? Jawohl, Alter. Gänsehaut, ihr Kollege. Super Saiyajin Clive betritt das Feld. Ja, ich sehe aber nur noch Flammen, ne? Es brennt einfach nur noch. Alter Verwalter. Whip! Never! Nicht mit mir, mein Freund. Versuchst mich schon wieder hier zu treffen, wenn nichts Gutes. Kannst du knicken, Alter. So, jetzt gehen die richtigen Späßchen los hier. Dann geht's jetzt zum Limit Break. Limit Break? Oh, ist das nice, Alter. Das ist so fancy. Alles klar, noch einen oben drauf setzen, verstehe. Oh, hier, Button mashen. Immer schon darauf achten, was da gezeigt wird. Noch mehr Button mashen. Gar kein Problem. Noch mehr Button mashen. Meanwhile warten Doggo und das Mädel in der Ruine. Ja. Wisst ihr, was jetzt fehlt? Wenn er so steht, dass im Hintergrund jetzt alles explodiert. So richtig stirb langsam Style. Nicer Fight, Alter. Nicht schlecht. Clive, was ist los? Jill. Schon gut. Geht wieder.
Ich jage keine Schatten mehr. Er scheint nicht hier zu sein. Lass uns gehen. Clive, geht es dir wirklich gut? Du kannst mit mir über alles reden. Ich sehe es jetzt so klar wie nie zuvor. Ich bin damals als Dominus erwacht. Genau an dieser Stelle. Und seitdem habe ich es verdrängt. Aber jetzt erkenne ich mich, wer ich wirklich bin. Die zweite Esper des Feuers, die meinen Bruder getötet und diese Burg zu Boden gebrannt hat, bin ich. Ifrit. Clive. Ich habe so viele Leben genommen und noch mehr zerstört, auch deins. Ich werde für alle meine Verbrechen noch büßen. Doch erst, wenn ich alles weiß. Warum gibt es eine zweite Esper des Feuers? Und warum bin ich ihr Dominus? Wer ist dieser Mann in der Robe? Und was will er? Ich muss es wissen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Antworten habe. Wir werden sie finden, du und ich. Ich will das auch alles wissen. Deiner Buße stellen wir uns später, gemeinsam. Danke, dass du das sagst. Ich könnte das alles nicht ohne dich. Du blickst der Wahrheit ins Gesicht, mit offenen Augen. Du hast dich nicht verändert. Nein, Clive. Das ist nicht wahr. Aber ich muss wieder zu mir zurückfinden. Meine Taten waren unverzeihlich. Und doch haben sie uns wieder vereint. Danke, Jill. Wenn er hier ist, dann war das, was ich im Kehr gespürt habe, wie fatal. Es bleibt nicht viel Zeit. Das war, oder du wirst diesen Raum nicht verlassen. Der Bote hat... Er hat gesagt, dass... dass Sid ihn bezahlt hat. Ich lasse deine Sippe ihr Unwesen treiben und so willst du dich bedanken? Suche und finde ihn! Ich zerquetsche ihn! Häute ihn! Reiß ihm sein Herz raus! Ihm und seiner verdammten Brut! Jeder einzelne von ihnen
wird dafür bezahlen. Raus! Raus! Ja, Milord. Ja, der ist ganz schön angepisst, weil irgendjemand Benedicta gekillt hat. Wer so ein Scheiß? Wer macht denn sowas? Wer wird denn sowas machen? Die arme Garuda. Oh, fuck, ey. Ifrit ist erwacht. Clive hat die Kontrolle über die Esper Ifrit erlangt, wodurch ihm neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Feuerramme, zur Verfügung stehen. Wie der Name schon erahnen lässt, eine Ram-Attacke, die Gegner zurückwirft und ihnen Schaden zufügt. Außerdem ist die Limit-Rausch-Leiste jetzt verfügbar. Ifrit teilt sich die Sätze für Esper-Fähigkeiten mit Phönix. Einen Überblick erhältst du dem Reiter. Fertigkeiten, bla 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 bla. Limit-Rausch. Die Limit-Rausch-Leiste findet sich in Clives Leben unter Clives Lebenspunkten. Entfessle Clives innere Bestie und verwandle dich in einen halb erwachten Ifrit, indem du links-rechts drückst. Wenn die Leiste voll ist. Sie fühlt sich jedes Mal, wenn dir Schaden zugefügt wird. Also ich werde die wird mir nie voll werden. Oder du erfolgreich offensive und defensive Manöver durchführst. Ah, also wird sie doch voll. Im halb erwachten Zustand hast du für begrenzte Zeit eine Reihe von Vorteilen im Kampf. Ja, gut, okay. Das. Also im Grunde bekommst du es. Ich muss noch einmal mit dem Dorfrat sprechen. Unter anderem über Lady Hannah. Ich weiß, dass sie bleiben will. Aber ich glaube, dass sie bei Sid sicherer wäre. Das stimmt. Wir sollten ein Treffen arrangieren. Oh. Okay. Ich glaube, da passiert gleich noch ein bisschen was. Darum machen wir hier jetzt erstmal einen Cut. Bis gleich.